Wirklich. Die gehören bestimmt auch zur Bande, oder? Oh, falsche Richtung. Wollt er hier lang? Oder ich sollte dem Navi folgen. Das nicht funktionierende Navi. Und ich sollte was essen? Ist das neu seit dem Update? Kann das sein? Ja gut, das ist halt dann der Nachteil, ne? Wenn man dann so ein Hobby hat, dann muss man auch Geld in die Hand nehmen, wenn du dann Kurse machen willst. Oder halt selbst beibringen. Das mache ich meistens eigentlich. Also ich belege selten Kurse, also wenn der letzte Kurs war halt italienisch. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Hat er die Waffe jetzt weggesteckt? Ja. War halt nur italienisch für 2 oder 3 Jahre. Ich glaube 3 Jahre war ich. Aber das hat mir halt nichts gebracht, weil ich halt privat zu wenig Zeit dafür hatte, um zu lernen. Ja. Und alles andere. Gerade in Sachen Sport, Ernährung und der ganze Kram habe ich mir alles selber beigebracht. Also die einzigen Kurse, die ich belegt habe in meinem Leben, waren Klavier und Italienisch. Sonst habe ich nichts gemacht. Alles andere habe ich mir immer selber beigebracht. Und mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, kannst du das mit YouTube echt auch ziemlich gut. Wenn man jemanden findet, der das halt ziemlich gut erklärt. Ja, ich konnte mal Klavier spielen. Ist aber schon sehr, sehr viele Jahre her. Ja, der Wahnsinn. I did not count on seeing that wagon again. Nor you, for that matter. The only people you won't be seeing are the folks that took it. I take it they aren't the only ignorant bullying clodhoppers in these parts. But I can live in glorious hope. Now, it wasn't a trouble now, was it? No, it was a pleasure. Well, let me give you something for your pleasure. What we got here. How about this? Provide a man a tincture, he'll be well for a day. Teaching to make one, he might be well a while longer. I'll make sure to try and make this. Thank you. Thank you. It won't work for anything chronic, but you may not need it to. Well, see me on my travels and you're in need of something, make sure you come and say hello. Travel safe now. Ich bin doch niemals sarkastisch. Spezialarznei. Dieses Arzneitonikum enthält Schafgarbe. Variationen davon wurden bereits bei den alten Griechen verwendet. Mischt und kocht man Muskatkraut zusammen mit Ginseng, erhält man ein blutreinigendes Medikament, das schnell die komplette Gesundheit wiederherstellt. Bei den Indern hieß es Lebensmedizin und wurde gegen Fieber und Erkältungen eingesetzt, zur Stärkung der Gesundheit und zur Wundheilung. Als Analgetikum und generellen Gesundheitsverbesserung setzten es auch die Chinesen bei allen möglichen Indikationen ein, bis hin zu Darmerkrankungen. Also ich meine, bis auf die Darmerkrankung will mich das Spiel mobben wegen Chinesisch. Ich hab Hunger. Eine Muttersprache? Sarkasmus, ja. Wirksam zur Stärkung der Gesundheit. Aha, aha, aha.
Und schon wieder Gavin. I've lost my friend. Help me. Nein. Wo ist Zelda? Zelda. Where are you? Halt die Gosch. Okay, girl. So. Wo müssen wir hin? So, hier haben wir alles. Warum sage ich so viel so? Oh. Wir haben schon wieder Kopfgeld. Upsi. Wir müssen da hinten mal hin. Aber ich wette, da kommen wir sowieso irgendwann hin. So. Wir könnten jetzt eine Hauptmission machen. Wieder Fotografie. Machen wir erstmal die Nebenmission. Zelda? Ist das nicht eigentlich Peach, die alle 5 Minuten entführt wird? Kevin ist tot. Ruhig jetzt. Er hat mich verlassen. No. Oh mein Gott, das geht ja gar nicht. Schämen Sie sich. Ja. Yeah, there's a girl. Ah, zurücklehnen und reiten, das ist doch gut. Du hast noch nie Nintendo gespielt, Alex. Das geht nicht. Kein Nintendo, kein Final Fantasy. Oh, Kaninchen. Okay. Es? Dies. So wenig zockst du? Wow. Respekt. Hallo Manfred, wie geht's dir?
Ich bin immer noch fasziniert von der Landschaft. Was? Dankeschön. What the hell are you doing? Was willst du? Dankeschön, Anfred, für deinen vierten Resub. Hä? Ich hab gar nichts gemacht. Hallo? Was war das? Really? Nacht? Ich hab gar nichts gemacht. So, jetzt nochmal zum wichtigsten Thema. Alex, warum hast du deine PS4 verkauft? Ich bin sprachlos. Und nochmal danke, Anfred. Wie geht's dir? Ich bin gerade verwirrt. Warum? Ich frag nicht. Hallo Beschi, wie geht's dir? Mir geht's gut. Danke. Ich schätze, sie fahren in sich und schießen dann auf dich. Ich weiß nicht, was der für ein Problem hatte. Der war ja hinter mir. Und ist so komische, so Schlangenlinien irgendwie geritten, gell? Und wollte mich, glaube ich, überholen. Und dann beim Überholen hat er den anderen erwischt. Glaube ich. Oder so. Ich weiß auch nicht. Das ist. Ich bin verwirrt. Ja, aber die kann man nicht verkaufen. Das bereust du, glaub mir. Ich habe meine N64 damals verkauft, weil ich dachte, ach, ich werde niemals in meinem Leben wieder zocken. Und was ist? Jetzt will ich es im Regal stehen haben, nur damit sie da steht. Ja, genau. Wie kann man die PS4 verkaufen? Ich würde die niemals verkaufen. Also auch wenn ich mir nächstes Jahr die PS5 holen sollte, werde ich die PS4 trotzdem behalten. Die kommt dann einfach in ein Retro-Regal. Wo die anderen Konsolen stehen, die einfach nur rumstehen und nichts tun. Sammlereffekt. Was soll ich hier tun? Ja gut, Netflix kann ich über TV machen. Und jetzt auch über den Blu-ray-Player kann ich das auch. Brauche ich zwar eigentlich nicht, aber das war der günstigste. Hat zwar jetzt dann auch Netflix und YouTube, glaube ich. Aber das mache ich halt alles über den TV. Einzige, was ich nicht abspielen kann, ist Twitch. Was ich echt doof finde. By order of Judge. By order of Judge Meredith Holden in the courts of the state of Lemoyne, we do hereby grant repossession of this property and all items herein to the Bank of Rhodes. M. Holden, Judge Holden. Henrietta Blackley, Clerk. November 18th, 1895. Hört sich irgendwie an wie Dutch, die Stimme, oder? Aber ich nutze die PS4 eigentlich auch ziemlich selten. Die steht halt jetzt mittlerweile ja hier neben dem PC. Ist ja ein Regal mit den Konsolen, die ich ja aktiv fürs Stream auch nutze. Und, ja, wenn ich halt kein Spiel spiele auf der PlayStation, dann steht die halt hier doof rum. Bei der Switch konnte ich mir jetzt die Docking Station holen, dass ich jetzt wenigstens halt wechseln kann einfach. Bequem über rüber zum Wohnzimmer. Bei der PlayStation müsste ich halt ja alles abstöpseln hinterm Regal und so. Das ist halt immer ein bisschen doof. So, Tastatur geht wieder. Hier ist viel verkaufen mit Sprachlos. Das ist ein Betrug an meiner Freundin. Hä?
Ja, ich kann das auch nicht verstehen. Echt nie auf Games. Doch, bei mir voll auf Games mittlerweile. Games und gewisse DVDs. Also zum Beispiel jetzt die DVDs in Sachen Ghibli-Filme, die will ich alle sammeln. Jetzt habe ich mir natürlich alle normale DVDs geholt. Was heißt alle? Ich habe jetzt 3 normale DVDs und eine Blu-ray. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen, ob ich mir nochmal die 3, die ich jetzt habe, als Blu-rays nochmal kaufe. Einfach nur als Sammeleffekt. Ich weiß es noch nicht, ich gucke. Aber die nächsten hole ich definitiv als Blu-ray. Also so Sachen sammle ich dann halt eher. Eher wie Figuren. Ledger, Watch, Pistol. Ja, meine Sammelleidenschaft beschränkt sich echt auf Games und DVDs und Bücher. Ich will ja die Bücher von Herr der Ringe noch lesen. Game of Thrones. Thrones? Ich kann heute nicht Thrones aussprechen. Ich weiß nicht warum. Harry Potter. Und jetzt, weil ich die Serie gesehen habe, halt auch The Witcher. Und da will ich mir aber auch die richtigen gebundenen Ausgaben holen mit Box. Thanks indeed for your talk to our Sunday school class. Thought you might like this drawing young Josh did of you. He wants to grow up to be just like you. Sam. Wer liest das denn die ganze Zeit vor? Ich bin verwirrt. Die Stimme hört sich an wie Dutch. April 2nd, 1870. Dear Mr. Thompson, I'm afraid there's no more work for you down here at the plantation. I'm grateful for the help you've given us, and the help your pappy and your pappy's pappy gave us before you. These are trying times for all of us. You are in our thoughts and prayers. Yours truly, Colonel J. Nixon, the Ascension Plantation. That's the old watch. Now the ledger and the pistol. Okay. Where is all this old crap? Dear Jeremiah, there ain't nothing here any value. I wouldn't give you a nickel for it. Come by for a sup of whiskey anytime. Bill. Yes. I was sorry to hear of Betsy's passing. Things is easier up there for sure. For sure. Ja gut, bei so vielen Sachen, Special Editions von Horrorfilmen, Figuren zu Filmen, Serien und so weiter, Comics, Filme und Serien Blu-rays, kann ich das nachvollziehen. Also bei mir ist es eigentlich wirklich nur Games, aber dann halt nur Konsolenspiele. Oh, God damn it. Told you to stay away from the boy, he don't want this. Heck. None of us want nothing to do with you. Rants. Halt nur von Konsolen kaufe ich die Spiele im Original. Also da hole ich eigentlich nichts zum Download. Und wie gesagt, die N64 hätte ich halt gerne mit einigen Spielen. Die will ich definitiv mir irgendwann mal noch gönnen. Mal gucken, wenn ich mal eine günstige finde. Die ist ja auch nicht so billig. Aber halt auch nur wegen Kindheitserinnerung. Dear Mr. Thompson,
After numerous complaints from customers and fellow employees alike, we must terminate your employment. There's just no place for a man like you at the Central Union Railroad Company. Ja, und bei den Büchern ist es halt, weil ich die Bücher sowieso lesen will und das halt, fertige Reihen schon sind, wo ich weiß, jetzt werden jetzt nicht zigtausend Bücher, will ich die halt im gebundene Ausgabe haben, für irgendwo hinzustellen auch. Ja. Hinterm Kamin, okay. What you doing here? We found this place first. Yeah. Easy. I'm just looking around for some things. That old revolver yours? Finders keepers. Mm-hmm. Ah, son of a bitch! Oh, goddammit! Come on, man! Where are you going? Come on! Gonna get you! Good night. Ich bin bei Seite, ich bin, glaube ich, fast bei 500. Fast. Also ich habe noch einige Seiten vor mir. Und was ich dann als nächstes lese, weiß ich noch nicht. Also ich habe ja ein paar Bücher jetzt auf der Liste, die ich noch lesen will. Mal schauen, womit ich dann anfange. Ach, oben liegt der Revolver, deswegen. Dann hast du es fast geschafft. Das Buch hat 1500 Seiten. Well, that's that. I was somewhere near Rhodes when they caught me. Till the day I die, I ain't gonna forget the sound of that dog barking in my heels. But I don't suppose that day gonna be far off yet. It was 50 lashings yesterday and 50 more to come. I don't think I can take any more. Man said he was doing his job. Funny kind of employment if you ask me, but I suppose you ain't. Light's fading, so that's it for now. I do hope I live to see the end of this war. And justice went out. Ugh. June 64. Mhm. Du wolltest mich nur motivieren. Ah, nee, warte, das hab ich doch. Ich sollte mir auch vorher angucken, was ich da anklicke. Angebot. This your ledger? A list of slaves? Rewards. January 15th, Betsy, $17. January 18th, Louise, $12. May 18th, Wilfred, $18. May 24th, Minnie and Child, $20. Just a stinking pistol. Bin verwirrt, ist das irgendwie seit einem Update, dass der alles vorliest, oder ist das jetzt wirklich nur in dieser Story? Pistole? Nein, nicht die Kopfbedeckung. Wo ist die Pistole? Pistol. Ach so, ich muss hinten raus, okay.
Schlangen. Schön, dass der mir den Weg nicht markiert. Allgemein finde ich kein Buch für Kinder. Also, was hast du geschrieben mit 12? Hätte mein Kind das, glaube ich, nicht lesen lassen. Also, ich bin jetzt bei der Stelle dran. Warte. Wo die am Anfang ins Kino gehen zu dritt, falls sie die Stelle was sagt. Ja. Wo die vorher in Georgies Zimmer waren, das Fotoalbum sich angeguckt haben. Und jetzt gehen die zu dritt ins Kino. Da bin ich jetzt dran. Achso, okay. Der hat alles vorgelesen, okay. Shit on their boot. Times wasn't perfect. I ain't saying that. It's just it's all going to hell. Oh man. You show some respect. I was respected once. I had a profession. You asked me to get you something. There's no bringing back what I want. I want my job, my pride, the respect accorded to a gentleman. What about this old crap? Huh? My things. Don't you understand? Those bastards, they changed everything. I was a good worker. I took pride in my work. They took it away. Pissed on my legacy. Old man, some jobs ain't for saving. And some legacies? Oh, they are pissing. What are you doing? That's my history. Damn you. I still exist. Not. Oh. Voll leise. So. Das heißt, die Nebenmissionen hier in dem Gebiet haben wir jetzt alle. Dann hätten wir nur noch hier, aber ich gehe mal davon aus, dass wir da eh irgendwann hinkommen. Das heißt, wir gehen mal hier hin. Wie sieht es hungertechnisch aus? Und Sauberkeit?